Ja, moin da draußen und herzlich willkommen hier auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Kommen wir heute wieder zu den ersten, tollen, wichtigsten Themen des Tages. Habt ihr nicht auch Sorge davor, wenn der Merzel an die Macht kommt? Mensch, Merzelchen, ich habe jetzt schon wieder so viele neue Sachen erlebt, ne? Und ich glaube, ihr seid nicht die Lösung des Problems. Die Temperaturen in Deutschland, die steigen an. Die Gemüter sind anscheinend wieder erhitzt. Man will uns verkaufen, wir leben im schönsten und buntesten Deutschland aller Zeiten, während es bittere Realität ist, dass die meisten Schwimmbäder bzw. Freibäder Security brauchen. Ausweiskontrollen. Also ich kann mich erinnern, damals, als ich noch klein war, so 8, 9, 10, da hat man das nicht gebraucht. Und jetzt muss man Angst haben, ins Freibad zu gehen. Mal Hand aufs Herz, wer von euch traut sich denn noch ins Freibad? Schreibt gerne mal rein. Geht ihr bei euch in der Nähe noch gerne ins Freibad mit euren Kindern oder Enkelkindern? Entweder wirst du da als freiwillig gesehen als Frau, weil du trägst ein Bikini. Ja, das ist natürlich eine Einladung, dass man dich anfassen kann, weil wenn du es nicht wollen würdest, würdest du ja nicht so rumlaufen. Ne? Hab ich tatsächlich alle schon gehört. Also Männer sollten genauso Angst haben, weil Männer werden teilweise zusammengeschlagen und wenn du Pech hast, zücken die mal ganz schnell ein Messer. Das ist halt alles bittere Realität geworden, die irgendwie keiner sieht. Also keiner will das sehen, keiner will das ansprechen. Das sind natürlich alles Einzelfälle. Doch genau hier wird sowas angesprochen. Lasst deswegen gerne für kritischen Content ein Abo hier. Und auch jetzt dürft ihr schon mal liken, das Video. Kommen wir da gleich mal dazu. Hier, Freibad. Habt ihr gesehen? Da waren schon die Ersten gewesen. Was war das gewesen? Sicherheitspersonal? Oh, da sind ja mehr Polizisten als Gäste im Freibad. Das ist doch Wahnsinn. So, alle da draußen, ne? Es ist geöffnet, die Freibad-Saison. Ach, das ist doch... Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann schon wieder das erste Berliner Freibad nach Schlägerei geschlossen. Läuft im besten Deutschland aller Zeiten. Genau so stellt man sich doch das im Sommer vor. Und wer hat mit Schuld daran an der ganzen Miserie? Die Merzel. Als ob wir daran schuld seien, die Gesellschaft, dass diese Integration nicht gelungen ist. In Wahrheit handelt es sich hier um einen Straftäter aus dem Migrationsmilieu. Leider nur einer von vielen. Wer hat die Grenzen geöffnet? Wer war es? Richtig, die Merkel. Also Merzel. Ne? Nicht rausreden, eure Lügen haben wir so satt, glaube ich. Also gerade ich habe das so satt. Auch hier. Verbrennerverbot. So schnell bricht die CDU ihr Wahlversprechen. Was ganz was Neues. Nein. Berlin. 64% der Deutschen sind laut der INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung gegen das Ende der Verbrennungsmotors. Nur 23% sind dafür. Ja, gibt ja immer Verrückte. Ist leider so. Doch nach der Wahl für die Unionsversprechen eine wichtige Rolle spielte, ist davon keine Rede mehr. In ihren nun vorgestellten politischen Leitlinien für die kommenden 5 Jahre will die 65-Jährige allenfalls eine Öffnung für synthetische Kraftstoffe erwägen. Es geht um Frau von der Leyen. Hier. Die hier. Und falls ihr euch nicht erinnern könnt, ich helfe gerne weiter. CDU und CSU dringen weiter darauf, das umstrittene Verbrenner aus ab 2035 rückgängig zu machen. Aus dem Wahlprogramm der Europäischen Volkspartei. Wir entwickeln den Klimaschutz und die Energieversorgung und die Wirtschaft aus einer Hand. Aus einem Guss, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen. Wir wollen das Verbrennerverbot wieder abschaffen und die deutsche Spitzentechnologie des Verbrennermotors erhalten und Technologien offen weiterentwickeln, hieß es im Programm. Ja. Yeah. Von einer Abschaffung des Gesetzes, wie es die Unionspartei im Wahlkampf suggeriert hatten, will von der Leyen nichts wissen. Also, liebe Leute, die noch CDU wählen wollen, wenn ihr angelogen werdet, auch jetzt wieder ganz klar, die machen alles nur darum, um Wählerstimmen zu kriegen. Wie, ist völlig egal. Ich poche darauf, dass wir als Gesellschaft wieder zusammenhalten und wirklich eine Partei fürs Volk, weil wir die Bezahler sind, zusammenstellen können, dass wir was für uns, egal welche Meinung man hat, wieder zusammen in Deutschland jemanden hat, der für uns was macht und nicht für die. Da geht es nur noch um, hey,
Kann ich mir meinen Luxus behalten? Kann ich weiter die Leute schikanieren? Darum geht es doch nur noch. Und wir bleiben einfach weiter bei diesem tollen Themen. Demonstranten in Frankfurt klauen Flagge von Generalkonsulat. Nein, was ist denn da passiert? Wenn selbst jetzt nicht mal mehr ein Konsulat sicher ist in Deutschland. Das ist doch wirklich traurig und erbärmlich. In was für einer Zeit leben wir gerade? Wenn man sich überlegt, das ist ja jetzt eigentlich gar kein deutscher Boden mehr. Oder irre ich mich da? Könnt ihr gerne reinschreiben. Ja, werte Deutsche, werte Europäer, was haben wir uns nur in unsere Länder reingeholt? Denen sind doch die Rechte völlig wurscht von unseren Ländern. Die wollen nur ihr eigenes Leben verbessern und wollen natürlich mit dem deutschen Staat, ich denke mal in Österreich und Schweiz wird das gleiche sein, weil in Frankreich und in Niederlande ist ja auch so, da führen die ja, achso und England jetzt auch, die führen ihre Parallelgesellschaft weiter. Es geht gar nicht darum, dass sie im Land integriert sein wollen. Es ist ihnen völlig wurscht. So sehe ich das. Leute, das war schon gewesen. Vergesst nicht, um mich zu unterstützen, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da. Und wenn ihr eine Kleinigkeit für mich übrig habt, seht ihr hier einmal PayPal. Gerne könnt ihr auch reingehen in die Beschreibung. Da steht einmal mein PayPal drin. Da ist ein Link drauf, kannst du draufklicken. Oder da ist auch mein Bunk-Konto drin, falls ihr kein PayPal habt. Drückst du auf Bunk rauf, steht da mein Name, Stefan Sachs, alles klar, lässt einen Euro da, wäre mega cool. Ich freue mich über jede Kleinigkeit. Leute, danke fürs Zuschauen, bis morgen.